Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Eine Reise zu dir. Ein Podcast für solche Frauen wie dich. Du stehst voll im Leben, bist aber schon eine geraume Zeit irgendwie festgefahren. Beruflich wünschst du dir etwas Sinnvolleres und du bist auf der Suche nach deiner Lebensaufgabe. Diese Sinnkrise äußert sich in Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Gewichtszunahme, Unzufriedenheit und Frust. Manchmal auch Wut auf die Familie, auf deine Umgebung und oft auch auf dich selbst. Da gäbe es allerdings auch noch einiges mehr aufzuzählen. Du brauchst dringend eine Veränderung, du suchst schon lange eine Lösung, du bist bereit für neue Erfahrungen, du möchtest leichter, bewusster und klarer durchs Leben gehen? Dann bist du in diesem Podcast goldrichtig. Eine Reise zu dir. Hier gibt es Impulse, Übungen, Ideen auf dem Weg zum leichteren und vor allem klareren Leben. Margit Häuser, dein Host, ist deine Reiseleiterin und Begleiterin auf der Reise zu dir. Willkommen in der Zukunft. Das ist fast wie bei Star Wars. Den Titel habe ich allerdings von einem Astrologie-Podcast übernommen. Herzlich willkommen. In der Zukunft heißt tatsächlich im neuen Jahr. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder am Start bist zur der ersten Episode im neuen Jahr 2021. Ja, Facebook, Instagram-Posts und vermutlich auch beim Telefonieren. Es ist alles voller guter Wünsche. Das ist ein Ritual, erster gute Neujahrswünsche auszusprechen. Da reihe ich mich auch ein. Ich wünsche dir ein Jahr voller herrlicher Wunder. Nicht nur, dass es besser wird, sondern dass es richtig gut wird. Ich wünsche dir gute Freunde, die immer an deiner Seite stehen. Ich wünsche dir Gesundheit und wenn du gerade krank bist, wünsche ich dir schnelle Gesundwerdung. Ich wünsche dir die kleinen und großen Momente im Glück. Und ich wünsche dir auch, wenn du willst, viele wertvolle Erfahrungen und Erkenntnisse. Vielleicht kann ich dich mit dieser Episode oder den weiteren Episoden unterstützen auf dem Weg zu wertvolle Erkenntnisse. Und gern kannst du auch an meinem Coaching-Programm startet am 11. Februar 2021, eine Reise zu dir. Auch hier kann ich dich unterstützen. Die Anmeldung und das Wissenswerte findest du in den Shownotes. Zurück zum Willkommen in der Zukunft. Wir haben an Weihnachten, wie so viele, gespielt mit der Familie. Monopoly unter anderem, sonst auch alles, was wir sonst noch haben. Das Spiel des Lebens. Dabei ist mir aufgefallen, dass das neue Jahr tatsächlich so ist, als wenn du auf Los stehst. Ziehe 4.000 Euro ein, ganz am Anfang haben wir ja noch ganz viel Geld und sind noch frisch und voller Elan, wie jetzt gerade. Viele Menschen, darunter gehören auch meine Kinder, spielen Monopoly immer mit der gleichen Taktik. Es wird gewonnen, es wird verloren. Sie haben wahrscheinlich nicht viel Neues dazu gelernt. Sie kaufen oft die gleichen Straßenstellen, die gleichen Häuser drauf und wandeln sie dann in Hotels um. Das ist so ähnlich, wie wenn du dir viele Ziele vornimmst, aber immer wieder durch deine alten Gewohnheiten zurück auf die alte Bahn geworfen wirst. Das beste Beispiel dabei ist Streit. Wir wollen alle keinen Streit. Keiner will Streit und doch gibt es es immer wieder. Trigger aus der Kindheit, die dich dann auf alte Vorwurfsmuster, Verletzungen oder in den Mangel zurückwerfen.
Tatsächlich ziehen Kräfte aus verschiedenen Richtungen und wir verheddern und verstricken uns dabei. Du kannst es gern auch mal anders probieren, weil das ist jetzt ein wunderbarer Moment, eine klare Absicht zu setzen. In uns gibt es eine zentrale Instanz, eine große, starke Kraft, die uns dabei hilft und uns tatsächlich an einem Strang ziehen lässt. Hast du bestimmt schon oft gehört. Formulier eine klare Absicht. Tja, was willst du? Was erwartest du von diesem Jahr? Wie soll es sein? Was soll dir begegnen? Was möchtest du erleben? Also dein Ziel, dein Vorhaben, deine Absicht, dein Bestreben, dein Wille, dein Plan für dein Jahr, ja, für dein Leben. Nimm dir Zeit, um dir klar zu werden, worauf es ankommt und was wirklich, wirklich für dich wichtig ist, bevor du loslegst. Es gibt dabei 5 Schritte und heute in diesem Podcast schauen wir uns mal Schritt 1 an, die weiteren Folgen in den nächsten Episoden. Ich empfehle dir, wähle dir am Anfang kleinere, kurzfristig erreichbare Ziele. Weil dein Vorhaben soll dich weder unter noch überfordern, sondern es soll eine realistische Chance auf Erfolg haben, den du dann spürbar erlebst, weil Erfolg folgt Erfolg, also zieh den nächsten Erfolg an. Das ist tatsächlich auch ein Gesetz, das ist das Gesetz der Anziehung. Was ich immer wieder beobachte, immer, ist, dass die meisten Menschen sagen und sich wünschen, was sie nicht wollen. Vielleicht trauen sich manche nicht, zu benennen, was sie wirklich wollen oder haben Angst davor oder eine Sorge, dass das nachher nicht eintritt. Ich glaube, die allermeisten Menschen sind es gar nicht gewöhnt, zielorientiert positiv zu formulieren und sich zu artikulieren. Also zielgerecht und positiv ist eine Kunst, weil das ist das erfolgreiche Formulieren und das darfst du üben. Stell dir vor, du willst aufhören zu rauchen oder gerne abnehmen oder eine wichtige Prüfung bestehen, die dir bevorsteht und oder alles, was du dir so vorstellen kannst. Also das wäre mit dem Rauchen. Du würdest sagen, ich möchte nicht mehr rauchen. Oder du würdest sagen, ich will keine Probleme mit meinem Gewicht haben. Oder du würdest sagen, ich bitte darum, hilft nämlich auch immer, ich bitte darum, mich nicht durch die Prüfung fallen zu lassen. Was passiert dann? Du bekräftigst das alte Muster. Weiterhin zu rauchen, ungesund zu essen. Und du bittest sogar darum, die Prüfung nicht zu bestehen. Der Grund ist die Verneinung im Unterbewusstsein. Weder im Unbewussten noch im Unterbewusstsein sind Wörter wie nicht und kein. Das ist schon sowas wie, dass es nicht beabsichtigt verarbeitet wird. Das Unterbewusstsein erkennt Verneinungen nicht und lässt im übertragenen Sinn diese Ausdrücke einfach ausfallen. So wird aus dem tatsächlich unbedacht gut gemeinten Absichten ein unbewusstes manifestiertes Ziel. Also so zum Beispiel, ich möchte mehr rauchen vielleicht. Ich will Probleme mit meinem Gewicht haben, ich bitte darum, durch meine Prüfung zu fallen. Puh, wer will denn dieses manifestierte Ziel? Also besser und klarer und eine klare Absicht. Ab morgen lebe ich gesund, also tatsächlich auch noch den Termin mit dazu nennen und stelle den Zigarettenkonsum ein, zum Beispiel. Oder am 30.06.2021 werde ich 62,5 Kilo wiegen und mich bis dahin gesund ernähren. Oder mit der Prüfung, ich habe es verdient, die Prüfung am so und so vielten zu bestehen mit der Note
1, weil ich das Richtige gelernt habe. Ja, also vor ganz vielen Jahren habe ich das mit der Absicht gelesen, habe gedacht, das probiere ich jetzt gleich mal aus. Und habe gesagt, es war kurz vor 17 Uhr an einem, nehmen wir an, irgendwie einen Dienstag, und ich habe gesagt, ich will ein grasgrünes Auto sehen. Ich dachte, das ist super, super einfach. Ich musste in der Zeit sehr oft über die Autobahn, also weder auf der Straße zur Autobahn, noch auf der Autobahn, noch zurück. Ich habe alles gesehen, alle Farben. Ich meine, es ist schon lange bekannt, dass wir hauptsächlich schwarze und weiße Autos haben, aber kein grasgrünes. Super, und bedacht, das funktioniert ja super gut. Kurz vor 17 Uhr, ich habe eigentlich schon gar nicht mehr dran gedacht mit diesem grasgrünen Auto, kommt ein Klient bei uns, wir haben so am Berg wohnen, den Berg hochgefahren, und ich denke noch, naja, also der arbeitet bei diesem Autokonzern mit A, fährt aber ein komisches Auto, und er hält an, steigt aus, in dem Moment musste ich so lachen, ein grasgrünes Auto. Er sagte, ah, sorry, dass ich ein bisschen später komme, aber mein Sohn hat gerade mein Auto, der muss es in die Werkstatt fahren, und ich habe seins. Ich musste so lachen, kurz vor 17 Uhr am nächsten Tag, also genau 24 Stunden später, ist mir dieses grasgrüne Auto begegnet. Also ihr könnt es testen. Ihr könnt es testen, allerdings wirklich mit der klaren Absicht, möglichst mit dem Termin, möglichst mit der Stunde und genau, ganz, ganz genau, was ihr tatsächlich wollt. Heute habe ich ein Angebot für 2021. Also, wenn du möchtest, kannst du mir deinen dringendsten Wunsch zusenden per Mail info@margit-heuser.de, und ich werde ihn dir für ein für dich passendes Ziel neu formulieren und ihn dir wieder zurückschicken. So, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder meine Zuhörerin, mein Zuhörer bist. Da gehen wir dann den nächsten Schritt der klaren Absicht, und bis dahin viel Erfolg mit den Absichtsproben, und ich freue mich schon, was du mir schickst. Also bis dann. Und dass ich es nicht vergesse, ich freue mich natürlich auch auf Weiterempfehlungen, weil davon lebt mein Podcast. Also, ich wünsche dir alles Gute die nächsten 7 Tage und bleibe bis dahin die Margit.